Hallo, meine Freunde. Was haben wir vor Wetter? Es regnet. Hier bin ich wieder, euer Senior Gamer. Und jetzt müssen wir zu unseren Grundhölzern. So, die behalten wir erstmal. Und wir tun. Wie viel legen wir wieder weg? 7. X. Nicht 11, sondern 7. So, das machen wir uns 4 Sperre. Ja, 11. Machen wir 4 Sperre. Denn ich habe gemerkt, es kommt drauf an, was für ein Tier wir jagen. Eine Hirschkuh könnte man, wenn in der Regel mit 3 Sperren zur Strecke bringen. Aber einen Hirschbock, da brauchen wir 4. Mit 3 ist da nichts zu wollen. Der braucht einen 4. Speer. So, jetzt den Speer legen. Oh, da liegt schon auf der 2. Das bewaffnen wir uns gleich. Marschieren wir mal hier oben lang. Mal sehen, ob da oben schon was ist. Hier sind auch noch Steine. Oh, hier, Steine. Wir könnten noch Steine suchen hier. Ein Hasi, den jagen wir nicht. Aber Stöckchen können wir noch mal mitnehmen. Da brauchen wir die aus dem Lager nicht zu holen. Denn wir müssen nachher unsere Hacke bauen. Und da brauchen wir, glaube ich, auch Stöckchen. Ich weiß es nicht genau. Aber die können wir doch schauen, was wir da brauchen. Ein Rundholz und 5 Stöckchen haben wir doch schon. Ein Rundholz haben wir unten, alles klar. Die Stöckchen reichen schon. Also jetzt springen wir hier mal von Stein zu Stein auf die andere Seite hinüber. Sofern wir so ein Rotwild oder Dammwild gejagt haben, gehen wir sofort wieder nach unten, um unser Beet. 3x5 anzulegen und dann können wir ja noch den Rest des Tages Material brauchen. Wir brauchen Material ohne Ende. Denn wir haben jetzt das Ressourcenlager freigeschaltet und das Lebensmittellager kommt auch gleich und ich glaube auch die Scheune wird demnächst auch gleich freigeschaltet, wenn wir unten das Beet angelegt haben und gedüngt haben, müsste es sogar schon freigeschaltet sein. Denn die ersten Stufen brauchen nicht so viele Punkte. Bei dem Regen treibt sich kein Viehzeug draußen rum. Ha? Ist mir tatsächlich kein Hirsch hier oder was? Wildschweine nützt uns ja nichts. Da kriegt man ja kein Leder. Da kriegt man nur Pelz und Fleisch. Da ist doch schon so ein Auer. Den Eber, den kennt man. Wir brauchen Fleisch. Vielleicht kriegt man auch von dem, ich weiß es nicht genau. Den ersten Speer hat er am hintersten, den zweiten hat er im Bauch und den dritten hat er im Schädel. So, und da haben wir doch schon mal Fleisch. Das ist eigentlich wichtig. Ja. Aber gib uns jetzt ja die 3 Speere wieder. 3 Speere haben wir. 3 Leder haben wir auch. Da brauchen wir doch gar keinen, nicht so einen Hirsch nachher zu hirschen. Wo ist die nächste Sau? Die jagen sich nämlich immer am besten. Denn die sind so schön. Ist das eine? Nee, das ist ein Stein. Die bleiben so schön stehen. Da hinten ist ein Wolf. Den wollte ich eigentlich nicht. Da kriecht ein Wolf lang. Mal sehen, ob man hier noch irgendwo ein Wildschwein. Das wird doch nicht das einzige Schwein gewesen sein. Oder? Nee, wir gucken aber nicht allzu lange.
Denn wir wollen ja unser Feld anlegen. Nur mal kurz über den Hügel hier. Was ist das für ein Weg? Wo geht der hin? Weiß ich jetzt nicht. Na gut, wenn du es willst, kriegst du eben die Speere in den Schädel, du dummer Wolf. Nord mich hier an. Soll ihm etwa noch einer? Nee. Kommt dich nämlich auch trotzdem auseinander. Dreimal Pelz, viermal Fleisch. So, wo haben wir unsere Speere? Wie viel haben wir denn noch? Nur noch zwei Speere haben wir übrig. Zwei sind schon flöten gegangen, oder liegt ja noch, hinten liegt ja noch einer. Dieses Drecksviech. Hab das jetzt gesehen? Nur gut, dass ich noch den Weg richtig einstecken. Ich wollte ihn schon weglegen. Hat mich doch hier nochmal angefressen. Da kommt es bis. Den Speer gibst du aber daher. So, jetzt laufen wir aber gleich hinüber. Zwei Speere und mit der Axt muss man jetzt platt machen. Wer wieder in der Hand. Aufpassen, aufpassen. Jetzt erstmal unsere Brötchen. Wir haben 14 mal Fleisch. Nö, wir essen die Speisemurcheln essen wir. Gut. Ob uns die nur schwer am Magen liegen, weiß ich nicht. Aber das Wichtige ist, wir haben Leder. Wir haben Leder. Das ist das Wichtigste. Dass wir jetzt auch 14 mal Fleisch haben, ist eine feine Nebensache. So, gut, jetzt bauen wir uns. Tun wir erstmal die Speere weg. Die Speere kommen jetzt hier rein. Ne, es sind doch wieder drei Speere. Na gut. Drei, so, das Steinmesser bald noch. Die Steinaxt brauchen wir auch. Die Pelze kommen raus. FEF. Das 14 mal Fleisch tun wir erstmal weg. Das braten wir uns nachher. Die Stöcke, nee, die brauchen wir von der Hacke. Und jetzt machen wir uns erstmal fix den Lederbeutel. So, nehmen uns unseren Dünger, unseren Kohlsamen, holen uns hier hinten noch ein Rundholz und bauen uns die Hacke. Ja. 7 Rundholz ist ein bisschen viel, wir brauchen nur eins. Wir bauen erst einmal Kuh, eine Hacke und den Rest schmeißen wir weg. Brauchen wir nicht mit dem Schieberegler rumzumachen. So, und jetzt schmeißen wir das ganze Rundholz raus. XEF. So. Okay. Und jetzt legen wir uns unser Feld hier an. Kuh. Bauen Landwirtschaft Feld. Na, wo ist denn 2, 3? Dreimal 4, 3 mal 5.
Na bitte, hau doch hier. Gut. Jetzt unsere Flagge. Den legen wir auf die 3. Unsere Tasche legen wir auf die 4 und da kann es losgehen jetzt. 3. So, der Hölzchen sind weg. Dünger. Lebensmittellager freigeschaltet, hätte er. Da können wir nämlich schon die einzelnen Lager bauen, ehe wir überhaupt erstmal anfangen, Häuser zu bauen für unsere Leute. So, der Hacke. Da können wir das nämlich alles schon vorbereiten. Als nächstes werden wir auch gleich den Unighost-Quest machen, zum Sambor-Flitzen und zum Dagobert. Da haben wir den Mist weg und können uns dann in Ruhe um unser Nebengebäude, unsere Ressourcenlager, Lebensmittellager und Scheune kümmern. Und dann können wir anfangen, Häuser zu bauen. So. Perfekt, unser erstes Feld. Wir müssen bloß nochmal, glaube ich, Dünger besorgen, damit wir nochmal Kohl aussehen können. Kohlsamen. Denn wir können zweimal das Jahr Kohl ernten. Und da sollten wir doch aber ganz locker, flockig über den Winter kommen. Scheune freigeschaltet, seht ihr's? Das sind so die ersten Gebäude, die relativ schnell gehen und die werden wir auch als erstes bauen, ehe wir überhaupt dran denken, irgendeinen Einwohner zu holen. Kann sein, dass wir schon mit der ein oder anderen Dame flirten. Das wollen wir ja nicht ausschließen. Müssen wir ja auch. Die Story-Quests zu erfüllen, ansonsten bleibt unser Gebäudelimit zu weit unten. Also, wir haben zwar ist 200% freigeschaltet, aber wie ihr seht, wir können jetzt 10 Gebäude schon bauen. Da können wir auch mit dem Flirten noch ein bisschen warten. So, jetzt räumen wir raus, was wir nicht brauchen. Wir brauchen die Tasche, brauchen wir nicht mehr. Die Hacke brauchen wir nicht mehr. Die Steck brauchen wir nicht mehr. Die tun wir raus. So, und jetzt sehen wir zu, dass wir noch, wie spät haben wir es denn? 13 Uhr. Jetzt braten wir erstmal fix unsere 14 mal Fleisch. Nee, machen wir heute Abend das Fleisch raus. Jetzt werden wir erstmal das Haferbrötchen essen. So, da haben wir erstmal 60% gesättigt. Und jetzt ziehen wir los und holen uns schon mal ein bisschen Material. Mal sehen, was unsere Hasenfalle sagt. Na bitte, die hat auch schon wieder zugeschlagen. Gut, das Fleisch behalten wir jetzt drin. Und jetzt zücken wir die Axt
Und fällen mal schon, machen schon mal ein bisschen Material, Baumaterial fertig. Wir brauchen doch Rundhölzer. Ja, da liegen schon noch die Steine rum. Da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so viele Steine. Aber was wir so finden, das nehmen wir natürlich mit. Da wären wir ja schön dumm, wenn wir das liegen lassen. So. Aber wir machen jetzt hier ein paar Bäume rum. Gehen wir mal. Na, die wachsen. Wir machen ja nicht die Stüppen raus. Die lassen wir ja wieder wachsen. Da kann man ja auch um schön roten. Das ist dann in 2, 3 Jahren nochmal nachgewachsen wieder. Und da sieht das wieder ordentlich aus. Nein, nein, bleibst du hier. Roller, weg. Wo sind denn jetzt da hinten? Aber trinken müssen wir bald wieder was. Neues Niveau Gewinnung. Naja, haben wir schon Fähigkeitspunkte wieder dazu bekommen. Ja, dann mal runter zu unserem Haus. Neues Niveau Überleben. Am Anfang müssen wir halt sehr viel selbst machen, damit wir Fähigkeitspunkte bekommen. So, jetzt runter zum Fluss, etwas trinken. Da. Rundhölzer haben wir 8. So, die Steine kommen hier hin, die Stöcke schmeißen wir hier rein. Die Pelze legen wir alles hier ab. Das heißt ablegen, das liegt hier halt rum. So, jetzt räumen wir noch die Federn hier rein und das eine Stück Fleisch. Da haben wir dann 15 mal Fleisch, was wir heute Abend braten müssen. Zeige ich unsere Uhr immer erst noch 14, noch nicht, gerade mal um 3, 14:59 Uhr, also um 3. Da können wir ja noch mindestens zweimal hoch und Bäume fällen. Denke ich schon. Decke nochmal immer wieder mit, denn zum Beispiel das Lebensmittellager besteht aus Stöcken. Wie das mit der Scheune ist, glaube ich, die besteht auch aus Stöcken. Und wenn wir das nächste zum Unigast flitzen, gleich jetzt im Sommer, müssen wir uns auch noch Stroh mitbringen für die Dächer. Von unten. Steine, 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 die können wir gebrauchen, um Werkzeug zu machen, was wir verkaufen können. Jetzt haben wir mal noch eine Fichte um hier. Denn wir wollen trotzdem nichts trinken, aber das schaffen wir schon. Wir legen die Fichte auch noch um. Verdursten tun wir jetzt nicht gleich. Hier ist doch noch ein Stein, den habe ich doch gesehen.
Und auch der Wald sind wir geflogen, das Rundholz. Uiuiuiui. Und hier haben wir noch ein paar Pilze, die nehmen wir auch mit. So, wieder rüber. Jetzt flitzen wir aber wirklich mal runter zum Fluss. So, jetzt wieder Rundhölzer ablegen, dann nochmal 6. So, und die Steine und die Stöckchen, die legen wir wieder hier hinter. Erstmal alles zusammengesammelt. XEF, die Stöckchen, XEF. Gut, jetzt gehen wir nochmal Bäume fällen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir 2 Steine finden. Unsere Axt ist gleich kaputt. Und wenn du welche brauchst, kennen wir, findest du keine. Die ganze Zeit sind wir über die Steine gestolpert und jetzt brauchen wir mal noch 2. Naja gut, wenn wir keine haben. Doch, hier haben wir einen Stein. Da ist noch einer, gut. Machen wir seine Axt. Ah, die liegt auf der 1.
18.23 Uhr, also wir können noch ein paar empfehlen. Und jetzt liegen hier unten Steine. Na, klasse. Erst sind wir ja eine halbe Stunde durch den Wald geirrt und haben keine gefunden. Jetzt haben wir sie hier. Na, guck an. Gut, jetzt haben wir ja noch so eine Fichte um. Und dann ist dieser Tag gelaufen. Dann haben wir bereits im nächsten Tag den Sommer. Und da gehen wir sofort zum Unigost und machen den seinen Quatsch. Und das Ding mit dem Dagobert. Na komm, nimm das Hölzchen hier und das Hölzchen noch. Und wir riechen auch. Also müssen wir jetzt mal in unseren Privat-Swimmingpool steigen. Am Wasserfall. So, jetzt haben wir schon einiges Rundholz hier. Da können wir nämlich schon, wenn wir zurück vom Unigost sind, einiges bauen. XEF. Perfekt. So, und jetzt gehen wir schwimmen. Mal gucken, was unsere Hasenfalle macht. Ist nicht zugeschnappt. Ja, sind wir sauber. Noch nein, müssen noch ein bisschen planschen. Nochmal unter Wasser gehen, da. Jetzt müssen wir sauber sein. Ja, gut. Und da trinken wir gleich nochmal einen Schluck Wasser. Und der Tag geht jetzt zur Neige und wir gehen jetzt noch unser Fleisch braten, dass wir für den nächsten Tag Verpflegung haben. So, und jetzt haben wir hier diese 15 mal Fleisch. FEF. Wobei wir dann im nächsten Tag haben wir Sommer, da sind wir ja frisch aufgefüllt. Aber wir nehmen das Fleisch auf jeden Fall mit. R, E, F. Also, der Rasimir brät jetzt die 15 Fleisch. Und wir sehen uns nächsten Tag wieder, wenn wir nach Gostovia laufen und den Quest für den Unigost machen. Alles klar. Dann tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.